Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So Leute, ich habe sie endlich drinne, meine 4K Capture Card. Und ich muss schon sagen, es sieht schon richtig, richtig nice aus. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass es so ein großer Unterschied ist. Und ich hoffe mal, dass die Qualität bei euch jetzt auch ein bisschen besser rüberkommt. Ich nehme zwar immer nur noch in 1080p auf, aber die Farben sind einfach viel, viel satter jetzt hier mit der Capture Card. Und ja, mal schauen, wie es euch gefällt. Ihr könnt mal ein bisschen Feedback da lassen. Sei es zur neuen Qualität oder halt auch zum Game. Würde mich sehr, sehr freuen. Und Leute, nicht überrascht sein. Ich werde vielleicht noch ein bisschen rumstellen müssen. Ich habe es jetzt mal eingebaut und mal schnell die Einstellung gemacht. Ich hoffe mal, es passt einigermaßen so. Wenn nicht, wird sich noch ein bisschen was ändern, denke ich. Und ja, dann schauen wir mal. So, jetzt würde ich aber sagen, wir machen mit der Hauptstory weiter. Wir sollten ja hier uns ein Boot besorgen. Kümmere dich um den Zyklopen, um an ein Schiff zu kommen. Oder um das Schiff zu bekommen. Probieren wir doch jetzt gleich mal. Vielleicht können wir die jetzt auch gleich lösen. Ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. So, Wir haben gestern, glaube ich, eh schon markiert. Dann schauen wir nochmal, wir waren einige Gegner. Niemand darf mich sehen. Ich wollte eigentlich erst den da eliminieren. Okay, den haben wir. Natürlich hier gleich alles mit, was geht. Schläft der darüber oder pennt der nicht? Genau. Okay, das läuft ja nicht ganz gut. Dann will ich vielleicht den hier snacken. Götter sind meine Zeugen, ich schwöre! Götter? Welchen Unterschied machen? Sie alle Götter, ich schwöre es! Ich habe noch nie einen einzigen Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los! Niemand auf dieser Insel darf dieses Wort benutzen! Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt! Das habe ich nicht! Aber du bist so fett! Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge! Gib es zurück! Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat! Gib es zurück! Du willst es? Hol's dir! Das ist geil! Ich verliere nie!
hier. Der Schussführer. Das ging doch echt gut. Wir sollten nicht länger hier bleiben. Sogar Ratten wie diese haben Freunde auf Kefalenia. Es gibt hier Bein, was? Die kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Die wollen wir hinterher. Okay, sehr gut. Läuft. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas, es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Das war Zufall. Ganz Kefalenia hat deine Gebete gehört. Ich war nur rein zufällig am nächsten dran. Und du kämpfst rein zufällig wie Achilleus, während Zeus Adler um deinen Kopf kreist? Woher kommst du? Wo kommst du her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat? War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Was hast du denn gesehen? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Kam es zu dir, Rangelei? Warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich erzählte von meiner letzten Reise und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat?
Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur. So hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt so etwas sehr persönlich. Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Jetzt könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Vielleicht hat uns doch das Schicksal zusammengeführt. Ich brauche ein Schiff und eine Mannschaft. Du hast mich gerettet! Es würde die Götter beleidigen, wenn ich es dir nicht anböte. Sehr gut. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Diensten. Sauber. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Sehr schön. Und so haben wir ein Schiff. Sprich mit Barnabas im Hafen von Sami. Okay, Leute, das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich wollte jetzt gerne mal gucken. Ich würde mich hier gerne noch ein bisschen umschauen, ob ich hier nicht irgendwas übersehen habe. Blut und so. Ich mache das Bildmachgerät an. So. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Da oben ist noch einer. Können wir eigentlich auch gerne noch mitnehmen. Jetzt würde ich jetzt hier erstmal schauen, ob hier noch irgendwas zu liegen gibt. Kohle oder sowas. Kann ich alles brauchen. Das könnte später alles nützlich sein, das ganze Geld hier, was wir hier finden. Zwar nicht viel, aber klein. Klein viel macht auch Mist. Okay, Leute, das müsste es eigentlich gewesen sein. Oder auch nicht. Gut, dann schauen wir doch mal zum Hafen. Haben wir jetzt hier alles erledigt? Jo. Und dann würde ich sagen, bitte hier und machen bitte mal einmal eine Schnellreise. Wenn wir uns den Weg dorthin nämlich sparen, dass wir den laufen müssen. Zeiten sind echt episch in dem Game, Wahnsinn. Ja, okay, dafür hast du unterm Spielen keine Ladezeiten mehr.
Okay. Ich bin fast tot. Okay, ich habe gedacht, ich habe eigentlich schon was geskillt, dass uns hier der Stutzschaden ein bisschen genommen wird. Aber ich glaube, da können wir noch weiter reinskillen, dass wir gar keinen Schaden mehr bekommen, aber das dauert halt noch ein bisschen. Machen wir noch nichts, wie gesagt, das sehe ich mir alles noch auf. Bis jetzt kommen wir eigentlich relativ gut durch. So. Und Ladescreen. Bereit, wenn du es bist. Warte auf mich, Cassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Hephalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Cassandra! Du verlässt Kefalinia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Na komm. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Ja, da hat er schon niemanden. Bist du bereit? Klar. Wir können doch bestimmt wieder hierher zurück. Also mit der Schnellreise auf jeden Fall. Gehen wir. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Okay. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta?
Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Ruhe! Für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Boah, alle zwei Kinder, ey. Hör nicht auf sie! Nikolaus! Okay, sie ist aber nicht tot. Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Jetzt erst. Okay, dann haben wir schon mal 10 Folgen gemacht, bevor wir überhaupt das Intro sehen hier. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Okay, Lil, ich würde sagen, jetzt machen wir an der Stelle mal einen Cut. Und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, ob wir wirklich unseren eigenen Vater töten. Aber das sehen wir jetzt in den nächsten Folgen. Ich denke nicht, dass wir es in der nächsten Folge schon sehen, aber irgendwann werden wir es bestimmt rausbekommen. Aber es ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays. Ciao, ciao. Euer Andi.